Publisher Insiders Ausgabe 20. Ich bin in Zürich bei der 3D Model AG gelandet. Der Armon Jos ist neben mir. Und wir schauen heute an, wie so ein 3D-Druckvorgang abläuft, vor allem bezüglich Daten. Genau, also ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie man mit gescannten Daten nachher in 3D-Druck gehen kann, das Ganze im CAD nachher brauchen kann und man die Daten einfach handelt, wie, mit welchem Programm und was wir hier anbieten in diesem Moment. Der Unterschied ist ja, ich denke, unsere Zuschauer sind sich vor allem gewöhnt an Druckdaten, also wo dann auf Papier landet, wo irgendein flaches Produkt dabei rauskommt. Ist das jetzt mit 3D-Daten der Vorgang grundsätzlich gleich oder unterscheidet er sich fundamental? Wie ist die Arbeitsweise? 3D-Daten ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Wir haben viele Kunden, die den Unterschied dort nicht sehen. Man kann drucken erst, wenn man wirklich fertige 3D-Daten hat. Es gibt eigentlich wie zweierlei Sachen. Das eine ist, man generiert die Daten, das andere ist, man lässt die ab. Es gibt fertige Daten dazu. Aber es ist wirklich wichtig, dass man dort saubere Daten hat, weil sonst hat man im 3D-Druck eigentlich keine Chance, um ein sauberes Produkt rauszulassen im Endeffekt. Das ist bei den Druckdaten natürlich an sich nicht anders. Dort muss man schon bei der Aufbereitung richtig vorgehen. Aber würdest du sagen, so die Arbeitsweise ist gleich, man erstellt die selber also im Computer, man übermittelt die zu euch, ihr prüft die und gebt sie dann aus, wenn man zum Beispiel so einen Vorgang hat, wenn man euch als Druckdienstleister benutzt. Das ist richtig so. Das einzige, der Unterschied dort ist einfach, dass fast jeder Fängs sich an 2D-Daten erstellen am Computer. Jeder kennt Photoshop ein bisschen. Jeder kann mit Word ein bisschen umgehen. Bei den 3D-Daten ist einfach das Handling viel, viel komplizierter im Normalfall. Und man muss halt ein grösseres Wissen haben, um so Daten zu generieren. Aber prinzipiell sind wir dann in dem Moment auch da, dass wir dort können, unterstützen beim Datenaufbau. Also wir tun das Erste, was wir machen, ist, wir starten einmal den Scanner auf. Wir haben dann hier eigentlich als Live-Bild. Der Scanner steht hier neben uns und hat ein Gelenk, nämlich genau da legt er jetzt schon los. Ja, was der Scanner macht, ist, er tut eigentlich mit Blaulicht scannen. Was ich machen muss, ist, ich muss es manuell drehen. Das ist aber eine relativ einfache Sache. Ich kann einfach auf Scannen gehen. Und jetzt werde ich auch schon sehen, jetzt bekomme ich eigentlich das erste Bild auf dem Computer. Ich habe dann die ersten Daten hier, die ich in dem Sinne auch schon anschauen kann. Ich drehe jetzt das ein bisschen ab, damit wir das rundherum scannen können. Es geht hier um die verdeckten Bereiche, die bei einer Aufsicht einfach nicht zu sehen werden. Genau, es ist eigentlich, man hat wie eine Kamera im Scannen drin, der schaut natürlich von einer Perspektive. Und so mit dem Drehen kann ich jetzt in verschiedene Perspektiven rein und man sieht jetzt hier auch schon schön mit den verschiedenen Farben, wie er eigentlich das nächste Teil von alleine anbauen tut. Das sind die weißen Punkte hier, damit er das Alignment selber macht. Also er kennt eigentlich von alleine, was zu was gehört und kann dann so weiter an, dass das Objekt eins zu eins anbauen. Was auch dann in der Größe 1 zu 1 stimmt. Also man hat da keinen Grössenunterschied. Wenn ich das nachher drucken will, habe ich eigentlich die reelle Größe nachher wieder drin. Wie viele Aufnahmen müsstest du da machen, um es wirklich rundum zu erfassen, das Objekt? Das ist ganz unterschiedlich. Bei so einem Objekt bin ich jetzt etwa bei 7 Aufnahmen für oben. Das Gleiche mache ich dann unten nochmal und das dann im Endeffekt wieder zusammenbauen. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, wie hoch aufgelöst das ein Teil ist, wie gross es ist, wie viel Mal das hier rundherum gehen muss im Endeffekt. Oder? Geht aber schnell, dünkt mich. Du drehst es, drückst auf den Knopf, dann geht es ein paar Sekunden und dann ist das da. Es ist eigentlich, die Scan-Technik ist wirklich extrem schnell in dem Moment. Ich kann da sehr, sehr schnell zuschaffen. Wir werden es sehen, auch nachher zum Objekt zusammenbauen, weil ich muss dann die Unterseite und die Oberseite wieder verbinden. Aber das ist eigentlich recht schnell. Oder? Kommt aber auch ein bisschen auf die Leistung vom Computer drauf an im Endeffekt. Das ist ausschlaggebend dann.
der Scanner, ist das etwas Handelsübliches? Gibt's die, kann man die beim Konrad oder bei Digitec bestellen oder ist das noch ein Spezialinstrument? Bei dem Scanner sind wir jetzt ein bisschen, wie sagen wir, bei einem Spezialinstrument. Das kommt von der 3D-System. Der Scanner ist in dem Moment speziell, weil er eigentlich wirklich gemacht ist, um kleine Sachen aufzunehmen, aber sehr hochauflösend. Also wir sind da bei einer Genauigkeit von 0,06 mm, wenn es hoch kommt. Und das hat man bei anderen Scannern, bei Handscannern ist dort die Auflösung nicht so hoch und die kriegt man dann auch eher mal in einem normalen Fachhandel. Das heisst aber doch, man braucht je nach Objekt einen passenden Scanner. Also wenn man jetzt eine Person in 3D digitalisieren möchte, dann würde das mit dem nicht gehen. Das ist so. Man muss, es ist wie beim Druck auch. Also wir haben überall, man muss immer das richtige Gerät dazu haben. Es gibt eigentlich keine Lösung, dass man mit einem Scanner etwas Kleines und gleichzeitig etwas Grosses aufnehmen kann. Das ist in dem Moment noch nicht möglich, weil einfach die Auflösungen dann anders sind und das so nicht funktionieren würde. Und die typischen Einsatzgebiete, die sind dann schon kleine Objekte, wo man statische Objekte, nicht Personen oder so? Von dem Scanner in dem Moment schon. Typisch würde ich jetzt nicht sagen, es werden sehr viele Leute eingescannt heutzutage mit anderen Scanners. Es ist relativ schwierig zu sagen, was das meiste ist. Aber wir schauen eigentlich immer in dem Moment, was will man sich nachher ausdrucken. Und dort muss man dann den richtigen Scanner suchen. Weil man hat auch hier, also die Genauigkeit kriegt man bei gewissen Drucken gar nicht an. Dann macht es auch keinen Sinn, so hochauflösend zu scannen. Genau. Weil der Datensatz natürlich relativ gross ist im Endeffekt. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir da mal die Aufgabe fertig. Also wir sehen jetzt hier, jetzt habe ich noch die letzte Seite von oben gescannt. Ich habe im Moment noch kleine Löcher da drin, das spielt aber keine grosse Rolle, weil der Computer kann mir nachher die wieder schliessen. Das ist auch beim Scannen so, dass man nie alles kann komplett zumachen kann. Also auch die Löcher hier, die werde ich nie hinkriegen zum Scannen. Für das ist aber das Programm gemacht, dass man im Nachhinein dann wirklich kann die Daten aufbearbeiten und so Sachen korrigieren. Und da kommt es dann einfach darauf an, was für was man es braucht, was für eine Genauigkeit dass man haben will, wie viel Aufwand dass man dort investiert. Genau, das ist dann ausschlaggebend, wie die Weiterbearbeitung nachher geht. Bei so einem organischen Objekt ist es so, dass man da meistens keine Flächenrückführung macht, weil das keinen Sinn macht. Hingegen, wenn wir ein technisches Teil haben, das können wir sonst nachher auch noch anschauen, dann kann man da sehr genau eine Flächenrückführung machen. Was heisst das genau, Flächenrückführung? Eine Flächenrückführung ist eigentlich nichts anderes, als dass man tut, gescannte Daten, die als im Moment noch als STL daherkommt, nachher für das CAD-Programm bereit macht, dort die Toleranzen ausgleicht und so eigentlich ein sehr, sehr genaues Objekt, wo eine saubere Oberfläche hat, generiert. Man hat aber immer tatsächlich dann natürlich nur die Aussenseite und was inwendig bei diesem Objekt ist, weiss man nicht. Ist natürlich für viele Fälle irrelevant, aber es könnte auch Fälle geben, wo es interessant ist, ob das jetzt hohl oder ausgefüllt ist. Das ist richtig und in dem Moment gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als das wirklich von Hand zu nachmodellieren oder teilweise Objekte aufzuschneiden und nochmal scannen und das im Endeffekt wieder zusammenzubauen. Ist halt immer ein bisschen abhängig, dürfen wir ein Objekt verschneiden oder nicht. Also wir haben gewisse Sachen, die wir wirklich verschneiden dürfen, wo das Endprodukt nachher wichtig ist und dann spielt es keine Rolle. Man sucht dann aber immer ein bisschen einen Weg, um daran anzukommen. Genau. Ja, ich drehe jetzt mal. Ich scanne mal die andere Seite auch noch einscannen. Wie ihr jetzt seht, er tut jetzt die umgekehrt reinlegen, weil er tut sich nach diesen Punkten auf der Scheibe orientieren. Das heisst, im Moment habe ich hier zwar ein Geisterbild drin. Das wird sich dann aber ziemlich schnell, wenn ich den Scan gemacht habe, wieder lösen. Ich kann das im Fall auch ausblenden, wenn mich das stört. Das ist aber bei so einem Objekt, das ich ziemlich gut sehe, eigentlich problemlos. Und man sieht da mit der roten Fläche, die roten Flächen zeigen eigentlich an, dass man die Distanz vom Scanner, der Scanner hat eine gewisse Scan-Distanz.
Das hat damit zu tun, dass wenn ich etwas scanne, nicht der ganze Raum rundherum gescannt wird, dass man den irgendwo limitieren. Und das ist eigentlich die Limitation, dann sehe ich, dass ich am richtigen Ort scanne und nicht irgendetwas Falsches aufnehme. Ja, der Raum würde dann ablenken und irgendwelche Objekte vor und um reinbringen. Genau, und das will man in dem Moment nicht haben. Wenn das so weit mal gemacht ist, dann kriege ich hier das gescannte Objekt in dem Moment. Man sieht, jetzt sind die zwei Scans von oben und unten, die sind noch ineinander drin, die stimmen noch nicht. Und das tun wir jetzt eigentlich rausholen, indem dass man dem Programm sagt, er soll die Scan-Daten zusammenbauen. Und er tut sie jetzt eigentlich so zusammenbauen, wie es für ihn am besten stimmt. Also er findet selber die Punkte, die zueinander stimmen. Und sollte das eigentlich nachher im richtigen Winkel zusammenbauen. Und das werden wir eigentlich jetzt gerade sehen, dass das ziemlich problemlos funktioniert. Ist das bei allen Objekten so oder gibt es da auch, da haben wir es, es sieht richtig aus, ja. Oder gibt es da auch Objekte, wo er dann irgendwie durcheinander kommt, die Software, und irgendetwas Komisches zusammenbaut? Es gibt definitiv Objekte, die schwierig sind zum Scannen, die schwierig für den Computer sind zum Zusammenbauen, aber auch hier haben sie eine Lösung eingebaut. Das heisst, ich kann mit Local-Based Points arbeiten, dass ich einem Referenzpunkt geben am Objekt selber. Ich kann ihm sagen, welcher Punkt wo hingehört zum nächsten Scan. Und so hat er mal das grobe Alignment gemacht und den Rest, das findet er dann wieder. Und so kriegt man eigentlich alle Objekte, die man scannt, immer wieder zusammen. Also es gibt eigentlich nichts, was unmöglich ist, um wieder zusammenzubauen im Nachhinein. Mhm. Gut, wenn ich das habe, dann kann ich das nachher eigentlich in ein Mesh generieren. Im Moment sind das eigentlich noch Scan-Daten und man sieht, das ist jedes Einzelne aufgebaut. Also ich kann jede einzelne Daten hier ausklicken, ich kann sie jetzt noch verändern. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich muss das zu einem geschlossenen Mesh machen. Und das ist das, was ich meine, um die Löcher rauszuflicken. Wir sehen jetzt hier, er hat es zwar schon sehr, sehr sauber gemacht. Jetzt kann ich eigentlich aus dem Ganzen ein Mesh generieren. Ein Mesh ist ein Gitternetz quasi, so ein Gitterobjekt. Ist ein Gitterobjekt, bestehend aus Polygon. Und Polygon ist eigentlich das, was man braucht im 3D. Man schafft polygonisches 3 oder ein Viereck, das spielt im Moment noch keine Rolle. Und das ganze Netz ist nachher eigentlich mit diesen Dreiecken übersät. Das heisst, eine runde Kugel hat einfach so viele Dreiecke, bis die wieder rund wirkt. Und das hat damit die Auflösung zu tun. Und die Auflösung ist dann da auch noch relativ wichtig. Bei so einem Objekt ist die Auflösung relativ gering und wir können sehr gut damit arbeiten. Wir haben aber teilweise auch Daten, die sind dann sehr, sehr hoch aufgelöst. Und dort muss man dann auch noch ein bisschen die Auflösung abnehmen. Aber auch das ist eigentlich kein Problem im Nachhinein. Dass es praktikabel wird, mit diesen Daten zu arbeiten. Wie gross, wie viele Daten wären jetzt für das Objekt angefallen? Da sind wir jetzt irgendwo zwischen 10 und 40 Mega. Das ist alles noch sehr, sehr angenehm, um damit zu arbeiten. Und Programme sind eigentlich heutzutage so gemacht, dass man wirklich mit sehr hochauflösenden Daten schafft und der Computer hindurch eigentlich das zurückrechnet und so nicht in Stottern kommt. Mhm. Was wir jetzt hier noch machen, ist, wir sehen, wir haben noch die Fehlpunkte drin, das sind eigentlich unsere Markierungen auf der Platte. Die wollen wir natürlich im Endeffekt nicht im Mesh drin haben, die können wir jetzt aber einfach hier ganz einfach noch schnell anwählen. Und dann nachher rauslöschen. Das ist wie im Photoshop, einfach im dreidimensionalen Raum. Genau, das ist ziemlich ähnlich. Das, glaube ich, das kennt jeder, das ist nichts Neues. Ist aber sehr angenehm, weil im Nachhinein bei 3D-Daten Sachen rausnehmen ist immer sehr, sehr aufwendig. Darum sind wir sehr froh, können wir das hier eigentlich wirklich schon vorselektieren und die Fehler jetzt schon rausnehmen. Und das sehen wir jetzt eigentlich, jetzt habe ich die falschen Sachen draussen. Jetzt haben wir wirklich nur noch das Objekt, das wir gescannt haben und das, was wir auch wirklich wollen. Und was wir jetzt noch machen, ist ein Best-Fit-Alignment. Das heisst, er schaut jetzt nochmal ganz, ganz genau, schauen, welche Sachen wo hinpassen und die so genau wie möglich anpassen. Und dass wir nachher ein sehr, sehr sauberes Modell haben in dem Sinn.
Aber es braucht schon das dreidimensionale Vorstellungsvermögen, dass man da sich zurechtfindet in dieser Darstellung und das richtig dreht, so wie man es braucht, das Objekt am Bildschirm. Das ist so. Ich glaube, ohne das dreidimensionale Vorstellungskraft hat man es allgemein im 3D sehr, sehr schwierig. Viele Sachen werden einem heutzutage vereinfacht, trotzdem muss man irgendwo die Vorstellung ein bisschen haben. Aber ich denke, es ist nicht eine sehr grosse Sache, sich das anzueignen. Man wird relativ schnell zurechtkommen mit dem. Oder? Mhm. Und jetzt kann ich eigentlich zuletzt das mit OK bestätigen. Und jetzt kriege ich eigentlich ein Mesh. Und das ist nachher wirklich das, was ich jetzt in dem Moment auch drucken könnte. Es hat jetzt noch ein bisschen Löcher, die nehmen wir dann nachher noch raus. Im Druck ist es immer wichtig, dass man ein geschlossenes Objekt hat, Löcher. Wenn man Löcher im Objekt drin hat, dann hat der Drucker Probleme und kann dann Fehler drucken. Mhm. Und das wollen wir natürlich nicht. Gut, wir sehen jetzt hier, jetzt ist das Ganze blau geworden. Das sagt mir eigentlich, dass es wirklich ein Mesh ist. Und jetzt zwei da noch zwei Fehlpunkte drin, die können wir im Moment mal weglassen. Und was wir jetzt noch machen im Programm, ist eigentlich wirklich die Löcher noch zumachen. Bei so Sachen hier, da haben wir jetzt ein bisschen schnell gescannt. Da könnte man jetzt nochmal zwei, drei Scans machen, die Löcher flicken. Ich lasse jetzt das Programm flicken. Da ist es halt so, dass das Programm ziemlich sicher hier zumachen wird, weil es einfach probiert, Löcher alle zusammenzuschliessen. Das spielt aber im Moment eigentlich eher weniger eine Rolle. Böstler kommen. Gut, wir tun den jetzt eigentlich global remeshen. Das heisst, der macht jetzt eigentlich wirklich ein geschlossenes Objekt drüber. So, dass es nachher eigentlich schon druckbar wäre. Das in dem Moment ist jetzt hier von der Rechnungszeit noch relativ angenehm. Das ist natürlich bei sehr gross, hochauflösenden Scans. Kann sich dann dort die Rechnungszeit extrem schnell erhöhen. Was nicht stimmt, sondern es ist wirklich, kommt immer ein bisschen auf die Leistung vom Computer an. Ist aber ganz normal, dass man im 3D eigentlich sehr viel rechnen muss, weil die Rechnungszeiten eigentlich immer sehr hoch sind, weil das sehr, sehr hochauflösende Daten sind. Der Unterschied zum Photoshop, wo man sich gewöhnt, ist, fängt, dass wirklich alles, was man macht, sofort passiert, ist man da halt doch noch auf der rechenintensiveren Seite. Genau, das ist das, was wir leider nicht haben. Das ist mit den Renderzeiten, mit den Berechnungen, das ist einfach noch nicht Photoshop. In Zukunft wird das vielleicht einmal kommen. Im Moment ist das noch aber für uns noch weit weg, dass wir da ohne Rechnungszeiten so etwas bearbeiten können. Oder? Gut, wir sehen jetzt hat es hier zugemacht, er hat es trotzdem sehr, sehr schön zugemacht. Ich muss sagen, das ist etwas, wo ich jetzt sehr erstaunt bin, aber meistens tut das wirklich sehr, sehr realistisch zumachen. Und auch da ist jetzt wirklich der Fall sehr, sehr schön gekommen und jetzt können wir das eigentlich nicht zum weiter damit arbeiten. Mhm. Gut, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben zuerst mal eine organische Form gehabt. Das ist der einfachere Weg. Bei organischen Formen, die kann man meistens so weiterverwenden. Da kann man dann nachher noch zeigen, wie man nachher noch ein bisschen dran rumschafft, wie man das noch verändert. Was wir aber sehr, sehr häufig haben, das sind die technischen Teile. Und wenn wir die da mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir da keine schönen Kanten mehr haben, dass wir einfach die Toleranzen vom Scan drin haben. Und diese Toleranzen, die tun wir jetzt eigentlich mit Flächenrückführung zurückbauen. Was wir da wirklich machen wollen, ist, dass man das Teil nachher so bereit macht, dass man es dann wirklich in einem CAD-Programm brauchen kann und dort weiter verarbeiten kann und dass die Toleranzen eigentlich so gut wie möglich rausgenommen sind. Ja? Das Erste, was ich mal mache, ist, ich lasse den Computer mal berechnen, weil der Computer kann da draus aus dem Objekt schon gewisse Formen erkennen. Also er wird erkennen, dass man zum Beispiel dort oben ein Viereck drin hat. Er wird erkennen, dass man dort Zylinder drin hat. Das macht er schon mal von allein. Und so hat man schon mal den Scan in dem Sinn vorbereitet, um jetzt daran weiter zu arbeiten. Was ich jetzt gesehen ist, ich habe hier sicher mal eine Grundform. Die Grundform möchte ich jetzt eigentlich mal rausnehmen. Das heisst, wir gehen jetzt im Mesh-Sketch. Also er wird mir hier schon mal quasi den
den Grundriss vom Objekt gegeben. Ja. Da ist es so, da muss man sich ein bisschen mit 3D-Daten auskennen, weil ich will zum Beispiel das Loch dort oben, das will ich noch nicht jetzt ausschneiden, das mache ich erst im Nachhinein. Was ich jetzt eigentlich mache, ist, ich übernehme mal seine Daten, die er genommen hat, all die Sachen, die ich denke, für mich, die brauche ich, die nehme ich so weit. Dann das hier oben, das lassen wir noch aus, das sparen wir dann nachher aus, darum machen wir hier eigentlich ganz einfach zu. So, wenn ich die Grundform habe, dann kann ich eigentlich jetzt wieder mit dem kann ich weiterarbeiten. Und wenn man sich jetzt die original gescannten Daten anschaut, dann haben wir hier eigentlich ein rundes Objekt. Das ist jetzt in dem Moment ist das eigentlich kein Problem. Das Einzige, was ich ihm jetzt noch sagen muss, ist, wo sich das Objekt drehen soll. Das erkennt der Computer in dem Moment nicht selber. Also tun wir hier eigentlich einfach nochmal eine Konstruktionslinie reinziehen. Das ist wie eine Achse dann? Das ist im Endeffekt wie eine Achse. Aber es ist doch noch verblüffend, dass er aus diesen Scan-Daten jetzt das Objekt eigentlich erkannt hat. Ohne, dass du da gross ihm hättest müssen helfen dabei. Genau, er erkennt eigentlich wirklich normale Formen, also Zylinder, viereckige Sachen. Das erkennt er von allein. Es gibt natürlich spezielle runde Formen, die man dann irgendwann nicht mehr erkennen kann, weil das einfach weil das nicht aus normalen Objekten zusammenbaubar ist. Und dann muss man dort eigentlich ein bisschen nachhelfen. Aber auch das ist eigentlich eine machbare Geschichte. Und jetzt können wir ihm eigentlich sagen, dass er das aus dem Ganzen raus das drehen soll. Wir sagen ihm zuerst mal, welche Achse das er soll nehmen soll. Und dann das Ganze umdrehen lassen. Und jetzt sieht man schon, jetzt hat man das Objekt eigentlich nachgebaut. Und das schon mal ziemlich, ziemlich genau. Ja. Und aus dem können wir jetzt eigentlich weiterarbeiten. Wir können jetzt zum Beispiel hier auch die Rundungen, die wir drin haben, das sieht man hier im Original drin. Nehmen wir das noch einmal raus. Und jetzt, wenn ich hier drüber fahre, dann sieht man auch, dass er hier schon den Zylinder erkennt, den er eigentlich rausschneiden sollte. Und das tun wir ihm jetzt sagen, dass er die alle wegnehmen soll. Das ist im Original eine Getränkeflasche oder Handgranaten? Oder das ist eigentlich eine Getränkeflasche von einem Kunden. Das ist so eigentlich einmal gebraucht worden. Und das kann man jetzt so eigentlich wieder nachbauen. Das sind sehr gute Sachen zum zeigen, weil da sieht man gerade mal, was es alles kann. Das ist der Fall, den man am meisten hat. Es ist nichts einfach nur rund und einfach aufgebaut. Wenn etwas zu uns kommt, dann ist es meistens kompliziert. Und darum haben wir dann hier eigentlich jetzt gerade ein sehr gutes Objekt zum zeigen in dem Moment. Was wir jetzt sehen, ist, der Computer hat uns jetzt eigentlich die Ausschnitte selber generiert. Und die kann ich jetzt so auch wegnehmen wieder. Ja. Jetzt habe ich hier Flächen generiert und diese Flächen die kann ich jetzt eigentlich wieder von meinem Grundobjekt, ich nehme jetzt mal die hier raus, das Scan, kann ich jetzt von dem Grundobjekt, muss ich das eigentlich einfach noch rausschneiden. Ist aber eine relativ einfache Geschichte, der Computer erkennt immer, dass er die überflüssigen Sachen wirklich auch wegnimmt und die nicht aufbehaltet. Und muss ich mir jetzt einfach noch sagen, von was wegschneiden soll. Also ich sage noch schnell, dass er die vier Ebenen hier von dem Objekt wegschneidet. Jetzt haben wir da einen zu viel drin. Das ist halt beim 3D, man muss relativ sauber arbeiten, sobald irgendetwas nicht ganz 100% stimmt, dann hat der Computer in dem Moment Mühe. Wenn man da sich aber ein bisschen Mühe gibt, zum sauber arbeiten, dann ist das eigentlich relativ einfach gemacht. Und man sieht jetzt schon, jetzt schneidet das wieder raus. Und wir haben dann eigentlich im Endeffekt das fertige Resultat. Jetzt können wir noch die überflüssigen Scheiben, die wir gebraucht haben, zum Schneiden rausnehmen und können dann so die
die Aussparungen an. Wir haben jetzt da wirklich aus einem komplexen Scan ein sehr simples Objekt gemacht, das nur aus den nötigen geometrischen Informationen besteht. Kann man das so zusammenfassen, den Vorgang? Genau, das kann man so zusammenfassen. Und was man auch noch dazu sagen muss, man sieht es da mit diesen Strichen, wir sind jetzt sehr, sehr tief auflösend. Also wir haben eine sehr tiefe Auflösung und können mit dem sehr, sehr gut nachher weiterarbeiten. Gut, was auch noch etwas Wichtiges ist, jetzt können wir hier eigentlich umschalten und wir kriegen jetzt eine farbliche Ansicht. Und wir sehen jetzt, wir sind hier im grünen Bereich drin, das ist bei Null. Also wir sehen, wir haben die Toleranz so gut wie möglich ausgenutzt. Wir haben jetzt hier sehr, sehr kleine Toleranz, die nicht mehr stimmt. Das ist, hier oben hat es noch die roten Flächen drin, das ist, weil hier eigentlich noch die Aussparung fehlt. Aber so kann man dann eigentlich ziemlich, ziemlich genau wieder als Originalobjekt herankommen. Und die Toleranzen übergehen vom Scanner in dem Moment. Und das ist die Flächenrückführung. Ja. Und mit dem könnte man jetzt, das kann man exportieren in einem Standardformat? Das kann man exportieren in allen CAD-Standardformaten. Ich könnte jetzt natürlich aus dem auch wieder ein Mesh machen und ein STL und daran weiterarbeiten. Ist meistens nicht sehr sinnvoll, weil wir reden hier wirklich interessant ist, dass in dem Moment, wo man CAD-Daten erstellen will. Und die CAD-Daten kann man jedem normalen CAD-Programm nachher weiter bearbeiten, was für unsere Kunden sehr oft sehr wichtig ist. Und zum Drucken würde das jetzt lange schon? Das würde jetzt in dem Moment so länger. Ja. Das könnte jetzt so ausrechnen, auf den Drucker legen und das würde sehr, sehr genau wieder rauskommen. Jetzt sind wir da in welchem Programm rein? Jetzt sind wir noch im Freeforms. Freeform ist eigentlich wirklich ein Programm gemacht, um organische Formen nachbearbeiten. Wir haben hier eine Haptik dazu. Das heisst, ich habe einen Stift, wo ich im Programm das Programm bediene. Der Vorteil hier ist, ich merke ein physikalisches Objekt, das ich am Bearbeiten bin, merke ich an der Haptik, wie es mir entgegenkommt. Also ich habe einen Druck dort. Und so kann ich ziemlich angenehm am Objekt dran arbeiten. Jetzt ist es da. Gut, das Objekt ist jetzt da. Das ist das jetzt noch ins Programm reinladen. Das ist eigentlich einfach schnell die Vorschau. Was man gesehen hat, das Grüne ist eigentlich das, was er dann noch selber geflickt hat. Und nehme jetzt meine Haptik zum Arbeiten und kann das da innen eigentlich, man sieht, die Haptik hat, merkt selber, in welche Richtung dass sie schaut und wie das ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt da etwas auswähle, um daran zu arbeiten, dann sehe ich, ich habe hier einen Stift, ich kann den etwas grösser machen und ich merke jetzt hier den Anschlag vom Knochen am Haptik selber. Ja, tatsächlich. Wo mir den Anschlag gibt. Also das heisst, wenn ich hier etwas durchdrücke, dann merke ich nachher auch wieder, wo das Loch war. Genau. Und so kann ich sehr, sehr angenehm am Objekt arbeiten. Weil ich habe immer genau das Gefühl, wo ich bin und kann so dann organische Formen in dem Moment eigentlich so bearbeiten, wie ich die gerne bräuchte. Und bin dann so auch sehr, sehr schnell im Gegensatz zum konventionellen Arbeiten mit der Maus. Und das ist wirklich das Gute an dem Programm, was uns wirklich die Arbeit erleichtert, ist wirklich das, dass alles, was ich hier mache, immer wieder automatisch geklickt wird. Also ich habe keine Löcher drin, also ich habe kein Problem, um das nachher zu drucken. Und kann so dann eigentlich auch Formen von Null aufbauen. Also ich kann da innen mit einem Rohkörper, also mit einer Kugel anfangen und kann eigentlich ein ganzes Gesicht modellieren. Darum auch das Clay, weil das ist wie Lehm, wie Modelliermasse. Genau, das ist eigentlich das Gleiche wie beim Modellieren, was man da innen macht. Man kann, man hat da eigentlich verschiedene Werkzeuge auf dieser Seite, also ich kann Sachen abnehmen. Und man sieht jetzt auch beim Drehen vom Stift dreht sich das mit und so habe ich natürlich genau dort das, was ich brauche und kann da zum Beispiel auch gerade Sachen abnehmen, dass ich dann wieder härtere Kanten bekomme. Und das ist eigentlich fast in keinem Programm so einfach möglich wie da. Faszinierend, ja. Im Normalfall tut man so Operationen, um so Sachen wegzunehmen, wenn man das nicht in einer Freeform macht, ist das sehr, sehr aufwendig. Und da innen tut eigentlich der Computer schafft da extrem fest mit. Und man kann sehr kreativ und künstlerisch daran arbeiten, ohne dass man irgendwie Angst muss haben, das Modell kaputt zu machen. Da ist dann wirklich wieder die kreative Ader gefragt. Genau, das ist jetzt im Gegensatz zu der Flächenrückführung sehr, sehr kreative Arbeit.
Wir haben doch einige Kunden, die im Schmuckbereich zum Beispiel sich so den Schmuck selber generieren und dann wirklich von Null auf aufbauen oder teilweise auch von Scandaten. Mhm. Und das ist eigentlich schön hier im Programm. Man kann mit Scandaten arbeiten und man kann wirklich von Null auf etwas aufbauen. Also ich habe die Möglichkeit, da mir einfach wirklich ein neues Projekt zu machen und zu sagen, ich will da eine Kugel drin haben. Und dann kann ich jetzt in dieser Kugel anfangen, ummodellieren, so wie ich das gerne möchte haben. Und so mir eigentlich wirklich jedes Objekt generieren. Halt wirklich, das ist wirklich gemacht für organische Formen. Also wir haben da keine scharfen Kanten drin, weil das ist nicht die Idee vom Programm. Das Programm ist wirklich eben mehr künstlerisch und nicht dann strenge technische Objekte. Genau, fürs Technische, da bleiben wir eigentlich im Design X und tun die Sachen dort oder in einem CAD-Programm aufbauen. Aber für organische Formen ist eigentlich so etwas da unumgänglich, um damit zu arbeiten. 3dmodel.ch ist eure URL. Da kann man all die Dienstleistungen auch von euch kaufen, bestellen, wenn man selber das nicht sich zutraut. Genau, wir haben uns natürlich doch eher auf den Verkauf von der Software, von den Drucker spezialisiert. Wir haben unsere Kunden, die das wirklich als Dienstleistung an den Drucker anbieten. Wir tun uns dort ein bisschen von dem wegnehmen, weil wir möchten wirklich speziell auf Software und Drucker eingehen. Wir haben aber, was wir eigentlich die Einzigen sind in der Schweiz, wir bieten das Gesamtpaket an, wir haben die Software, wo natürlich genau abgestimmt ist auf Drucker auch. Und ihr seht das auch als Möglichkeit für Drucker, also für herkömmliche Drucker, ihre Angebotspalette zu erweitern, wo sie können ihren Kunden anbieten? Genau, ich denke, das ist richtig gesagt so. Wir möchten wirklich jeden Kunden können bedienen. Also wir haben Kunden, die sehr, sehr gut schon mit 3D-Daten umgehen. Wir haben Kunden, wo das natürlich ein neues Gebiet ist. Und wir möchten aber trotzdem schauen, dass wir beide genau gleich behandeln können und so auch können die Software anbieten, dass sie einfach zu ihrem gewünschten Objekt kommen und das im Endeffekt ausdrucken können. Armand Jos, vielen Dank. Danke euch, dass ihr gekommen seid und mal reingeschaut habt. Spannend gewesen. Und jetzt wissen wir ein bisschen genauer, wie das funktioniert mit dem 3D-Druck.